Herr Wolf, Manuel Winsheimer war eine der ganz positiven Erscheinungen in Köln. Welchen Eindruck hat er in den Tagen danach auf Sie gemacht und wäre er vielleicht auch schon eine Option für die Startelf? Er hat auch in den Tagen davor einen positiven Eindruck gemacht, deswegen war ja der Gedanke, ihn reinzubringen, weil das hängt natürlich maßgeblich zusammen. Wenn du ein U21-Spiel guckst oder auch Training guckst, dann entwickelst du ja die Fantasie, okay, wir brauchen ein Tor. Vielleicht kann Manu da nochmal beteiligt sein und ja, und auch danach ist er natürlich froh, ist ein großer Schritt für ihn in seiner Karriere gelöst und trotzdem auch fokussiert. Deswegen möglich ist das. Ja, möglich ist das auf jeden Fall. Und trotzdem sind wir natürlich auch sehr froh, dass Pierre heute voll trainiert hat, dass die Adduktorenverhärtung, dass das raus ist und dass er wieder dabei ist.